So, meine Herren. Nimmt doch bitte Platz. Wer wo? Sascha, gerne in die Mitte. Du musst schon mal mit. Ist okay. Weil du wir warten noch kurz auf die Kollegen aus dem Nebenraum. Die befinden sich auf dem Weg rein. Und sagen, herzlich willkommen zu unserer täglichen Pressekonferenz. Heute mit Serge Gnabry und Nadim Amiri. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Zwei Spiele, zwei Siege. Die Tür zum Halbfinale, Serge, die steht weit offen. Wie erlebst du das Turnier bislang? Danke. Ja, wir erleben es bisher sehr positiv. Zwei Siege aus zwei Spielen. Für uns sehr wichtig, gut ins Turnier zu starten. Aber wir wissen auch, dass noch nichts gewonnen ist und wir das nächste Spiel am Samstag auch gewinnen müssen, um sicher im Halbfinale zu sein. Nadim, der Trainer Stefan Kunz hat in den letzten Tagen immer wieder gesagt, wir haben eine unglaubliche Qualität in der Mannschaft. Auch die, die reinkommen im Laufe des Spiels, bringen nochmal ganz große Stärke mit sich. Du warst gestern der lebende Beweis dafür. Wie fühlst du dich nach dem Spiel? Was sagst du zu deiner Leistung und zur Qualität im Team insgesamt? Klar fühle ich mich sehr gut jetzt, aber der Sieg war das Wichtigste gestern. Vor allem jetzt mit meinem Tor. Natürlich ist es für mich persönlich gut gelaufen, aber ich denke, ist jetzt noch nichts, wir haben noch nichts erreicht. Wir müssen jetzt Samstag gegen Italien gewinnen und dann können wir mal ein bisschen uns erholen. Eure Fragen bitte. Gehen wir? Philipp Nagel. Abfahrt. Bitte. Mikro wird weitergereicht. Philipp Nagel stellt bei uns immer die erste Frage, müsst ihr beide wissen. Immer freiwillig, ja, bevor Serge und Nadim jetzt hier gehen. Nein, im Ernst, Frage an Serge. Mich würde interessieren, was für ein Unterschied ist diesmal beim Teamgefüge, beim Teamgedanken, bei der grundsätzlichen Teamharmonie da im Vergleich zum Rio-Team und auch vielleicht sogar zur U21-EM in Tschechien? Hat sich da irgendwas verändert zum Positiven oder auch zum Negativen? Nein, ich denke nicht. Es ist alles gleich. Natürlich, die Spieler sind verschieden, verschiedene Charaktere in der Mannschaft als bei den anderen beiden Turnieren. Aber jede Mannschaft findet sich irgendwie zusammen und je länger man da Zeit miteinander verbringt und sag ich mal auf engstem Raum die Mitspieler kennenlernt, desto besser wird das Teamgefüge. Man hat ja gestern halt gemerkt, dass nach jedem Torerfolg wirklich eine Traube sich zusammengefunden hat. Ist das wichtig auf dem Weg zum anvisierten Titel? Ich weiß es nicht, ob es wichtig ist unbedingt, ob da ein gutes Bild entsteht für Social Media, ob wir da alle drauf sind, wenn wir ein Tor schießen oder wenn nicht. Wir müssen in 90 Minuten Gas geben, alle zusammenhalten, nicht nur in den guten Momenten, sondern auch, sag ich mal, der eine für den anderen den Fehler ausbügeln, was, denke ich, wichtiger ist, als, sag ich mal, so ein vielleicht ein Bild, wie du es angesprochen hast. Roland Zorn. Auch eine Frage an Serge Gnabry. Sie sind ja nun wirklich schon Turnier erfahren und haben ja auch ein Gespür und ein Gefühl für Qualität. Das ist ja bei Ihnen selber auch verankert. Wie sehen Sie denn jetzt sozusagen die qualitative Steigerung dieser U21-Turniere oder der Turniere mit jüngeren Spielern im Vergleich zu den ersten, die Sie so mitgemacht haben? Man hat so von außen den Eindruck, dass die von Jahr zu Jahr stärker und besser und auch spielerisch besser werden. Ja, mein erstes richtiges Turnier war vor 2 Jahren, die U21-EM, wo natürlich auch Top-Spieler dabei waren. Dann Rio, klar, und jetzt die EM. Ich würde sagen, dass wir ein sehr hohes Niveau in der Mannschaft haben. Ich denke, die zwei haben es vorher angesprochen. Wir haben Auswechselspiele, die den Unterschied machen. Ich denke, es sind 22 Spieler, die alle nochmal starten müssten. Wir haben einen Kader, bei dem jeder eigentlich in der Bundesliga in seiner Mannschaft Stamm spielt. Von dem her ist bei uns die Qualität sehr hoch. Ich denke, so ist das in den anderen Mannschaften auch. Erik Groß. Roland, wenn du das Mikro bitte weiterreichst. An beide vielleicht, auch wenn ich weiß, dass ihr zuerst auf euch guckt, könnt ihr trotzdem was zu Italien sagen, was ihr da erwartet? Vielleicht Nadim zuerst. Ja, ich denke, mit Italien erwartet uns ein defensiv starker Gegner mit guten Flügelspielern. Aber ich denke, von der Einzelqualität sind wir besser. Schon alles gesagt. Christian Akbasade.
Nadim, Serge war für uns so ein bisschen das Phantom in der ersten Zeit hier. Er hat nicht gesprochen. Wenn Sie mal beschreiben müssten, wer ist Serge Gnabry? Was ist er für ein Typ? Intern einfach mal beschreiben, was er für ein Typ ist. Wo war ich Phantom? Ein Phantom? Bei uns in der Mixed Zone beispielsweise. Ich bin ja gern zurückhaltend, wenn es um Interviews geht. Ja, ich weiß. Deshalb sage ich es. Also auf dem Platz bestimmt nicht. Ja, also ich kenne jetzt Serge auch nicht so lange, aber also ist ein super Typ, menschlich auch und geht mit jedem gleich um, immer am Lachen und bringt auch viel gute Laune rein und man sieht auch auf dem Platz, was er leisten kann. Umgekehrt? Kann ich auch nur zurückgeben. So viel zu den Interviews. Sebastian Hochreiner. An beide gerne. Die WM 2018, wie sehr spielt das bei euch in den Köpfen schon eine Rolle? Ist das ein Ziel, das ihr auch für realistisch erachtet? Ich denke, jetzt im Moment gar nicht. Wir sind hier voll im Turniermodus, haben ja alle ein Ziel und was nächsten Sommer passieren wird, ist noch weit, weit weg. Von dem her denke ich, spielt das bei uns jetzt gerade keine Rolle in den Köpfen. Schon alles gesagt. Gut so, ABB. Ihr ergänzt euch auch gut. Michael Pfeiffer. Serge, du warst schon oben dabei. Nadim, du hast einige Teamkollegen bei der A-Mannschaft. Wie verfolgt ihr dieses Turnier und wie sehr fliegen da die Messages hin und her? Zum Confed Cup? Ja, also ich bin im Kopf vom Fokus her nur bei uns im Turnier. Natürlich schauen wir drüben, was da abgeht, aber das Wichtigste ist für uns unser eigenes Turnier. Ja, ich habe ab und zu Kontakt mit den Kollegen, tauscht sich aus, wenn man die Spiele geguckt hat und ja, das war's. Christian Kitsch. Serge, kannst du mal dein Verhältnis zu Horst Rubisch vielleicht ein bisschen beschreiben? Du warst eine lange Zeit außerhalb des Fokus hier in Deutschland. Dann kam Horst Rubisch, hat dich so ein bisschen aus der Versenkung vielleicht auch geholt. Deine Entwicklung in den letzten anderthalb Jahren, die war ja oder ist sehr fantastisch. Einmal eine Beschreibung zu deinem Verhältnis zu Horst Rubisch, bitte. Ich denke, die Frage habe ich jetzt schon in den letzten Jahren oft beantwortet. Ich finde Horst einfach ein klasse Typ, der sehr ehrlich ist, sehr direkt, auch zu mir in der Zeit, sehr ehrlich, sehr direkt war. Es war nicht leicht dadurch, dass ich verletzt war. Er hat mich aber immer wieder eingeladen, was ich natürlich sehr schätze an ihm. Das hätte er nicht machen müssen, dadurch, dass ich im Verein nicht gespielt habe. Und ja, zu ihm habe ich ein sehr gutes Verhältnis, auch neben dem Platz. Sebastian Hochreiner. Serge, ganz einfache Frage. Nächste Saison Schalke, Bayern, Hoffenheim? Sag du es mir, ich habe nichts zu sagen. Wenn du mir Provision zahlst, kann ich das gerne für dich übernehmen. Nein, also wie gesagt, ich habe nichts zu sagen. Ich bin Spieler von Bayern München und ja, ist alles. Philipp Nagel. Ich wollte was anderes fragen, aber das passt jetzt ganz gut daran anschließend, Serge. Aber du willst ja vielleicht wissen, ob du lieber in der nächsten Saison bei einem Champions-League-Teilnehmer spielen möchtest oder bei einem Bundesligisten, wo die Chance auf einen Stammplatz möglicherweise aber höher wäre. Was wäre dir lieber für deine eigene Entwicklung? Ja, natürlich ist die Champions League ein Name, der ruft. Ich denke, dass es keinen Fußballer gibt, der nicht gerne in der Champions League spielen würde. Aber für mich steht weiterhin das Spielen im Vordergrund. Roland Zorn. Serge, wie haben Sie denn die Bundesliga erlebt in dem ersten Jahr, in der Sie jetzt in ihr gespielt haben, nach all den Jahren in England, in der Premier League? Ja, sehr positiv. Ich denke, der deutsche Fußball hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr entwickelt. Es kommen immer mehr junge Spieler hoch. Was der Beweggrund war, dass ich damals nach England gegangen bin, das zu der Zeit noch nicht so war. Aber das häuft sich jetzt immer mehr. Und ja, das Niveau in der Bundesliga ist natürlich sehr, sehr hoch. Christian Akbasade. Roland, würdest du das Mikro bitte wieder weiterreichen? Nadim, aus Ihrer Sicht, es wäre nicht schlecht, jemanden wie Serge nächstes Jahr in der Mannschaft zu haben, oder? So ein Kombinationsspiel Nadim-Serge bei Hoffenheim. Was halten Sie davon? Ich würde mich sehr, sehr freuen.
Dann könnt ihr auch mal die Bälle tief spielen. Philipp Nagel. Serge, der breiten Öffentlichkeit ist der Stern Serge Gnabry, also kann man sagen, in Rio aufgegangen. Jetzt ehrt sich Rio bald ein Jahr. Was hat sich für dich seitdem verändert? Wie würdest du diese Erfahrung Olympia auch einordnen? Kurz zum Hintergrund, da gibt es einfach mit sehr vielen Sportlern, die in Rio dabei waren, einen großen Beitrag und auch über die Fußballer. Wie hast du das erlebt und was hat sich für dich verändert? Wie habe ich Rio erlebt? Oder? Allgemein, vor allem wie du das Turnier rückwirkend betrachtest für deine eigene Entwicklung, wie wichtig Rio vielleicht auch war. Ja, wichtig war es natürlich, es als Bühne zu nutzen, dadurch, dass ich wieder fit war, denke ich mal, zu zeigen, was in mir steckt. Ansonsten hat sich für mich nicht viel verändert. Ich freue mich einfach jedes Mal, wenn ich spielen kann, dadurch, dass ich eine schwere Zeit hinter mir hatte und blicke einfach nach vorne. Helfland. Wo hat denn die Silbermedaille ihren Platz gefunden? Zu Hause am Schrank, in der Wohnung, wo ich herkomme. Also wird sie auch noch regelmäßig angeschaut und auch nochmal verteilt oder ist sie jetzt schon ein bisschen angestaubt? Ja, verteilt wird sie weniger. Ich sehe sie oft, wenn ich zu Hause bin. Erinnerungen kommen immer wieder hoch. Roland Zorn. Wie würden Sie sich selber als Spieler bezeichnen? Ich habe so den Eindruck, Sie brauchen eine gute Stimmung um Sie herum. Sie sind so ein bisschen so ein Stimmungsspieler, der nicht bei jedem Wind und bei jeder Wind- und Wetterlage spielt, oder täusche ich mich da? Können Sie konstant Ihre Leistungen abrufen, auch wenn es mal vom klimatisch nicht so gut ist drumherum? Wie kommen Sie darauf? Ja, weil Sie so ein Spieler sind, der auch stark vom Gefühl erlebt, das sieht man auch am Platz. Also die Leute sind ja sehr begeistert von Ihnen. Also da ist schon was sehr Spezielles in Ihrem Spiel und dafür braucht man wahrscheinlich auch ein Ambiente, in dem man sich sehr wohl fühlt. Du fühlst dich da wohl, wo du bist. Bei uns zumindest, das kann ich bestätigen. Ja, also auf dem Platz fühle ich mich wohl, egal ob es regnet, schneit oder die Sonne scheint. Was sie sonst damit meinen, weiß ich nicht. Ich gehe mit einer gewissen Lockerheit ins Spiel, trotzdem natürlich fokussiert und fühle mich in der Mannschaft sehr wohl. Erik Groß. Die nächste Frage ist ein externer Wunsch, ich entschuldige mich schon. Der heißes Thema heute ist, dass ihr kommt ja beide auch aus dem Südwesten oder habt da mal gespielt, dass dass Chinas U20 jetzt in der Regionalliga Südwest mitspielt. Habt ihr das mitbekommen? Nicht kommende Saison spielt Chinas U20 als 20. Team. Dazu darf ich vielleicht sagen, dass es Medienberichte gibt darüber, dass eine U20 aus China in der Regionalliga spielen soll. Beschlossen ist es noch nicht. Deswegen tut sich der DFB auch schwer, etwas dazu zu sagen und die Spieler erst recht. Okay. Christian Akbasade. Serge, mich würde einfach nur mal interessieren, einfach für den Hintergrund. Sie sagen, Sie reden nicht so gerne in Interviews. Hat das einen Hintergrund? Liegt das mit der Vergangenheit zusammen in England oder daran, dass viel Falsches geschrieben, gesprochen wurde? Können Sie das vielleicht einfach mal erklären? Es liegt daran, dass mein Fokus einfach auf dem Fußball liegt, innerhalb der Mannschaft und mich nicht mehr jedes Mal hinstellen will und irgendwas erzählen. Vieles kommt natürlich zurück, einiges wird verdreht. Von dem her sehe ich da immer nicht so viel guten Grund, für mich jedes Mal da in den Schlagzeilen zu stehen oder irgendwas zu sagen. Uli Hartmann. Serge, du sagst, du bist Spieler des FC Bayern. Würdest du dich in der kommenden Saison hinter Franck Ribéry links außen anstellen oder nimmst du den Zweikampf auf? Ja, was soll ich jetzt schon wieder dazu sagen? Sie haben es angesprochen, ich bin Spieler von Bayern. Alles andere ist, denke ich mal, normal im Sport. Und die Frage habe ich schon längst satt jetzt, was passiert. Die Saison steht vor der Tür und das war's. Gibt es noch Fragen zum laufenden Turnier? Die würden wir jetzt noch abhandeln. Christian Akbasade und dann Erik Groß. Nadim, ich wurde tatsächlich in einer unserer ersten Live-Schalten gefragt, wer denn so der Shootingstar dieses Turniers aus deutscher Sicht werden könnte. Es wäre jetzt einfach gewesen zu sagen Serge oder Max Meyer oder wer auch immer. Ich habe gesagt Nadim Amiri. Können wir Sie erwarten als Shootingstar noch im Laufe dieses Turniers? Ich werde nicht rot, Mann. Naja, also ich gebe mein Bestes fürs Team.
Also wir wollen alle hier was Großes erreichen und ich will mich jetzt nicht rausheben oder so, aber ich gebe natürlich mein Bestes und hoffe, dass ich der Mannschaft helfen kann. Anspruch Stammspieler. Also was der Trainer entscheidet, bleibt beim Trainer. Erik Groß mit der finalen Frage. Wie gut wart ihr denn in Mathematik und habt ihr den Modus schon durchblickt? Wenn wir gut in Mathematik sind, denke ich, heißt das einfach, dass wir das nächste Spiel gegen Italien gewinnen. Aber wenn es verloren geht? Wenn es verloren geht, dann geht es verloren und dann sehen wir. Aber unser Ziel ist es zu gewinnen. Das wäre die einfachste Lösung. Eigentlich ein schönes Schlusswort. Ich sehe aber noch die Hand von Stefan Osterhaus. Der Staffelstab, vielen Dank. Frage an Herrn Amiri. Stefan Kunz hat Ihnen ja mal gesagt, vor einem Spiel, ich glaube es war gegen Spanien, Sie dürfen auch ein bisschen egoistischer sein und nicht immer nur an den Mitspieler denken. Wie egoistisch darf man sein in Ihrer Position? Haben wir schon gegen Spanien gespielt? Nein. England meinen Sie, ne? England war es exakt. Ja, also er hat mir gesagt, dass ich mehr von der Distanz schießen soll, weil ich eine gute Schusstechnik habe und das habe ich mir dann halt vorgenommen im Spiel. Hab geschossen, der Ball ging rein, also ist gut gelaufen, aber natürlich muss ich auch den Ball spielen, wenn der Mitspieler besser steht. Ja. Diesmal haben Sie gegen die Laufrichtung gespielt vom Torhüter, haben Sie es gesehen oder? Ich habe es mir so vorgenommen, dass es klappt, ist natürlich umso besser. Wir haben Serge und Nadim auf Facebook die Möglichkeit gegeben, den Fans euch eine Frage zu stellen. Zwei haben wir uns rausgesucht, die machen wir noch zum Schluss. Philipp Schaller fragt auf Facebook, Nadim, was sind die langfristigen Ziele für dich? Also ich will mit Hoffenheim in der kommenden Saison Champions League spielen. Ganz klar, egal wer kommt in der Quali. Und ja, natürlich will man in der Zukunft viele Titel holen, Erfolg haben und das Wichtigste gesund bleiben. Serge, Lara Drevnik hätte von dir gerne gewollt, was das größte Ziel ist, das du gerne erreichen möchtest in deiner sportlichen Karriere. Für mich persönlich sind das einfach die Titel. So viele wie möglich in der Zeit, wo ich spielen kann. Am besten hier bei der U21 Europameisterschaft. Vielen Dank euch beide für eure Zeit. Die Spieler genießen jetzt einen freien Nachmittag. Um 19.30 Uhr sind sie wieder im Hotel. Morgen geht dann die Vorbereitung los auf das letzte Gruppenspiel gegen Italien. Ich erinnere gerne nochmal an den Termin heute Abend um 18.30 Uhr. Michael Schönweiz stellt die DFB-Spielauffassung vor. Ihr seid alle herzlich dazu eingeladen. Bis später. Dankeschön. Ciao.